Guten Morgen. Wir haben gerade eine Grundsatzdiskussion. Wir sind am Fertigmachen von unseren Frühstücksköpfchen. Und damit auch übrigens einen guten Morgen. Der Moritz baut gerne mit Loch in der Mitte. Ich sag, warum denn mit Loch? Was sagt ihr? Braucht ihr ein Mehrloch mit einem Loch in der Mitte oder nicht? So, und ich habe mir auch noch ein leckeres Frühstücksköpfchen hier gebaut. Und genau so kann man doch hervorragend in den Tag starten. Jetzt lade ich wieder den Basti die restlichen Clips hoch. Wir gucken das Videoprobe und dann genießen wir hier die Ruhe, die Aussicht, die Sonne. Das ist einfach geil. Und heute Morgen dachte ich erst, oh, ein bisschen frisch für den Pool. Aber mittlerweile wäre ich schon definitiv ready. So, um 12.30 Uhr soll das Video eigentlich online kommen. Ich versuche verzweifelt hier das Ding Probe zu gucken. Aber es geht nicht. Also, fertig Arbeit. Dann eben lecker, lecker Shisha und Tour genießen. Schönen Berg dort. Hallo. Wir sind auf dem Weg zum Segelboot-Trip. Heute steht eine etwas entspanntere, aber trotzdem sehr, sehr coole Aktivität an. Die Jungs haben wohl ein riesen Segelboot gemietet und damit fahren wir jetzt ein bisschen über die Insel. Oder um die Insel. Und dann angeblich sind da noch Schnorchelsachen mit an Bord und so, und dann können wir schwimmen gehen. Ich hoffe ja, dass wir in so eine geile Bucht reinfahren und dann schnorcheln können. Ja, das wird bestimmt geil. Aber Boote bin ich immer für zu haben. Boots. So, wir sind angekommen in Bastia oder so ähnlich und hier ist jetzt auch schon der Hafen. Schauen wir mal, was für ein Segelbötchen wir haben, würde ich sagen. So, und das ist unser Gefährt für heute hier, die gute alte Mana. Hey Leute, wir sind auf dem Segelboot. Juan, der Ehrenmann, hat mich nach 3 Sekunden ans Steuer gelassen. Seitdem ist hier Captain Marv angesagt. Und ich muss sagen, ich fühle Segeln auf einem ganz anderen Level. Also ich hätte niemals gedacht, dass mir Segeln so geisteskrank viel Spaß macht. Normal bin ich Motorboot, Wakeboard, dies, das. Segeln ist geisteskrank geil. Wo mache ich jetzt einen Segelschein? Hat noch jemand einen Segelschein? Kann mir jemand Segelschein-Schule empfehlen? Moin oder was? Heute wieder Klippenspringen mit der SWG. Wir gehen jetzt darüber und dann müssen wir da runter. Klippensprung bereiten wir jetzt alle die Challenge für heute Abend vor und fahren im Sonnenuntergang auf der Segeljacht jetzt noch zur Green Cave auf Mallorca. Ich muss mir jetzt überlegen, was ich in die Challenge packen will. Wir müssen 2 Wahrheiten und eine Lüge erklären oder erzählen über uns. Und dann wird das in die Story gepackt bei Oz und ihr dürft abstimmen. Also schon rum, wenn ihr das Video seht natürlich. Und dann muss die Community abstimmen. Bin gespannt. Ich überleg mir was. Nächster Stopp, Freunde. Wir sind jetzt bei der Green Cave. Da hinten muss man reinschwimmen. Und dieser kleine Scheißschlitz ist der Ausgang. Weiß ich nicht. Also ich schwimme dahin, ich guck's mir an. Wenn ihr nie wieder was von uns hört, dann... Was passiert dann eigentlich? Gibt's dann einfach Lagerabverkauf zu deinen Gedenken for free, so viel wie das? 50% auf alles. 50% auf alles. Hau rein, Marc. Wir sind in der Green Cave. In der Green Cave. Was ist das für ein Move? Ich dachte, du schaust nach vorne. Ja, komm, ich muss weiter. Oh. Was? Junge, das ist wie eine Kuhle hier. Auf einmal bin ich wieder von der Wand. Ja.
So, eben schön in der Green Cave gewesen. Und jetzt gibt es hier noch Snacky Snacks. Also ist im gestorben. Sonnenuntergang. Es gibt trotzdem 50% auf Mose. Keine 50% auf Mose. Schwach. Ich hab's überlebt. I am the captain now. Das war so eine wilde Pose gerade. Oh ja. Wie gefällt dir dein neues Boot? Das erste Mal, dass du jetzt aus dem Hafen fährst, ne? Also erste Wasserung. Wir müssen noch ein paar Einstellungen machen, dann muss ich nächste Woche nochmal den Kollegen da anrufen. Die haben auch vergessen, die ganzen Parts Gold zu machen, die du vergoldet haben wolltest, ne? Schwach. Da müssen wir nochmal reden, auch wegen dem Preis. Ja. Was es gekostet hat, bin ich jetzt nicht ganz so einverstanden damit. Halber Monat Einnahme, hast du gesagt, ne? Ja, so 10 Tage. Und 10 Tage. Das ist stark. Aber halt im schlechten Monat. Ja, also klar. Musst ja immer mit den schlechtesten genau, rechnen. Das meistens so im Januar. Sorry. Achtung, Juan macht Foto. Was glaubt ihr, wann fällt Ihnen auf, dass ich ein Video für einen Vlog mache? Der Segeltrip neigt sich dem Ende zu. Das war ultra, ultra geil. Wir hatten sehr viel Adrenalinsachen die letzten Tage mit Jetski und auch mit Kartbahn. Und heute war einfach ultra chillig und ultra schön. Also, das kostet 800 Euro. Man kann mit bis zu 12 Leuten auf diesem Schiff sein. Ich glaube, es sind 5 Stunden. Also, wenn ihr mit einer größeren Gruppe auf Malle seid, ich würde das auf jeden Fall empfehlen. Ich fand es ultra geil. Unbedingt machen. Super schöne Ecken von der Insel gesehen. Jetzt im Sonnenuntergang hier am Ballermann zumindest vorbeifahren. Saugeil. Wir haben noch eine Challenge gemacht, wo wir 2 Wahrheiten und eine Lüge über uns erzählen mussten. Das gab es dann bei O's auf Insta zu sehen. Wenn das Video online kommt, ist das eh schon vorbei. Aber ich hoffe, dass wir dann eine Wildcard bekommen haben. Wenn ihr mich gut genug kanntet und das Richtige ausgewählt habt und die Lüge erkannt habt, dann haben wir eine Wildcard. Also bei der Challenge kann ich zum Glück sagen, wenn wir die Wildcard nicht bekommen, dann seid ihr schuld, nicht ich. Also, Bootstour war, Segeltour war ultra geil. Und da kommt leider schon wieder der Hafen. Wir sind in Palma. Es gab gewisse Kommunikationsschwierigkeiten, sagen wir es einfach so. Die Küche macht gleich zu und wir sind zum falschen Restaurant gefahren, weil wir eine andere Info hatten. Und Basti war dann irgendwann so, wo seid ihr? Warum kommt ihr nicht? Küche macht gleich zu. Naja, wir sind jetzt gleich beim richtigen Restaurant, nicht? Und wir sind zum ersten Mal richtig in Palma. Das ist sehr schön und viel, viel größer als gedacht, würde ich sagen. Laber. Das ist jetzt uns, ja? Halt's Maul. For real? Ja, yeah. Geil. Ist doch besser so, oder? Ist besser so, ja. Dann hätten wir uns auch keine Sorgen wegen den Klamotten machen müssen. Warte, ich geh mal weg. Wenn ihr alle Bilder machen wollt, dann geht's wieder. Du bist schon seit 3 Stunden drauf, Basti. So, wir haben jetzt alle schön unsere Stories hochgeladen mit der Umfrage, mit der Tageschallenge. Und ich drücke sehr die Daumen, dass ihr wisst, dass ich keine 11 Autos hatte. Also wer das nicht über mich weiß, kennt ihr mich überhaupt. Und wenn wir die Wildcard nicht gewinnen, seid ihr wenigstens selbst schuld. Okay. Ja, deswegen werde ich, du? Ja, jeder mit euch. Alle, außer Anita Moritz. Ein Stück, oder? Nee, wirklich so 4-5 Stückchen an so einem Spieß einfach. So, oh, naja, ich habe 70 verstanden. Hier ist Takoyakis, Oktoberswald. Oui.